Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge, was gemeinsam geht. Heute ein bisschen anders, weil ich einen besonderen Gast habe, den Kabarettisten, Schauspieler, Autor, Künstler Thomas Maurer. Herzlich willkommen. Hallo. Und das ist natürlich jetzt nicht so wie mit einem Politiker, mit einer Politikerin, wo wir jetzt gemeinsam eine Basis finden und sagen, vielleicht was können wir gemeinsam tun. Ich möchte auch sicherlich nicht den Versuch wagen, irgendwas dazu vereinnahmen. Aber ich glaube schon, dass es spannend ist, weil jetzt könnt ihr mal mit dem Karl Lauer anfangen, den du wahrscheinlich schon öfters gehört hast, dass ja die Politik in letzter Zeit ein bisschen an Satire erinnert, beziehungsweise das nicht mehr zweifelsfrei voneinander zu unterscheiden ist. Das mache ich natürlich nicht. Aber tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, und ich schaue gern deine Programme, Soloprogramme, gern auch wir Staatskünstler, und vor allem folge ich auch deinem Podcast, den du ja wöchentlich hast, mit dem Thomas Tschick von der Kleinen Zeitung. Das ist ja sehr politisch. Also im weitesten Sinne bist du auch politisch tätig? Im weitesten Sinne, ja. Also es ist eine Frage, wie man es definieren möchte. Ja. Und dass die Politik ja dann uns überholt, also da haben wir uns innerhalb der Staatskünste darauf geeinigt, dass wir das Eisern mit, das ist ein Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Komik, beantworten, weil es auch stimmt. Ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt, ob es eigentlich immer unfreiwillige Komik ist, die Politik da an den Tag legt. Also bin ich mir auch nicht sicher. Um eins der aktuellsten Beispiele zu nennen, wo sich der Herr Mara, wer ihn nicht kennt, ÖVP-Chef in Wien, und ein zweiter, den ich nicht identifiziert habe. Oh ja, das ist der Peter L. Eppinger. Das ist Peter L. Eppinger. Das ist Peter L. Eppinger. Ich weiß genau, was du weißt. Der ist ein bisschen gealtert, sei dafür kurz. Egal. Und sich eben vors Volkstheater stellen und mit der Forderung, das Volkstheater muss wieder ein Erfolgstheater werden und zweimal Theater falsch schreiben. Finde ich als kulturpolitische Maßnahme, also wenn es absichtliche Satire gewesen, also ich glaube, hätten wir so etwas gefaked mit wir Staatskünstler, hätten wir vielleicht sowas Ähnliches gemacht, aber die Intention wäre nicht die gleiche. Da hätte man euch gesagt, ihr übertreibt es. Ja, das genau. So deppert ist ja niemand. Ja. Ja, aber das ist jetzt spannend. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin, aber das fand ich ja auch deshalb bemerkenswert, nicht nur wegen einem Rechtschreibfehler, sondern weil es eigentlich meines Erachtens ein sehr eigenartiges kulturpolitisches Verständnis zum Ausdruck bringt, nämlich was auch das Begriff der Volkskultur, des Volkstheaters, weil ich könnte jetzt lang drüber reden, war ja mal Kultursprecherin auch in Wien, dass ich schon der Meinung bin, dass die Frage der Positionierung des Volkstheaters eine wichtige ist, im Gegensatz zum Burgtheater. Und die Frage ist, wie man das programmiert. Ich sage ja dann immer, wenn ich diese Diskussionen führe, dass ich den Eindruck habe, der Bereich der Kultur, der meines Erachtens diese Aufgabe der früheren Volkstheaterkultur erfüllt, ist eh das Kabarett. Zum Teil stimmt es sicher, ja. Also was genau das Profil des Volkstheaters sein kann, ist, glaube ich, eine kulturpolitische Debatte, seit ich überhaupt begonnen habe, kulturpolitische Debatten wahrzunehmen. Und jetzt haben wir wieder einen Direktorenwechsel, schauen wir mal. Aber das würde es, glaube ich, wir wollen uns jetzt nicht darauf einlassen, dass wir dem Neigen erklären, was er mit seiner Nein, aber das mit dem Kabarett, das bringt mich nämlich zur Frage. Wonach suchst du eigentlich aus? Also wen du karikierst, durch einen Kakao ziehst, was du da aussuchst. Ich meine, du musst es ja wöchentlich tun und natürlich für die Staatskünstler dann immer längerfristig mit einer längeren Gültigkeit. Also was ist da sozusagen, was sind da deine Kriterien? Es kommt eben darauf an, in welchem Medium oder wofür ich es mache. Also in meinen Soloprogrammen versuche ich mir Themen zu suchen, die umfangreicher sind. Die Abende sind auch theaterhafter geschrieben oder sind halt, man hat als Einheit von zweimal eine knappe Stunde. Wenn wir tagespolitisch sind in den Staatskünstlern, was wir eigentlich auch vor allem in diesem Stand-up sind, das aktuelle Programm ist eigentlich auch relativ durchgeschrieben, dann ist, ja, was das eine ist, was dir anspringt, also was entweder offenkundig haarsträubend ist oder so relevant, dass man es nicht wirklich gut ignorieren kann, oder einfach, wo einem was richtig Lustiges dazu einfällt, auch wenn es nicht ganz so wichtig ist. Ich glaube, dass das wechselt. Und dann ist natürlich so, dass man kann nicht alles gleichermaßen aufgreifen.
Und was nicht Dinge wie den aktuellen Gaza-Krieg lassen wir aus dem Programm raus, nicht weil wir uns dafür nicht interessieren oder keine Meinung haben, sondern weil es den Rahmen dessen sprengen würde, was wir an dem Abend anschneiden können. Es ist wahrscheinlich auch ein wenig schwierig, ja, da den Witz da drinnen zu finden, weil ehrlich gesagt, das ist nur Elend, aber... Ja. Aber ist es verbunden mit einem Anliegen? Also ist es so, dass du sagst, das ist dir wichtig, du möchtest damit auch eine Botschaft verbinden oder ist das eigentlich getrennt? Also ist das auch ein Stück weit getrennt von der persönlichen Einstellung des Thomas Maurer? Es gibt mich als, also in meiner beruflichen Inkarnation, da freut man sich ein bisschen drüber, wenn jemand was besonders Deppertes sagt. Aber ich bin natürlich auch Bürger dieses Landes und in der Funktion, und ich habe Kinder, bin ich nicht besonders begeistert, wenn ganz augenscheinlich unfähige oder einem, wie soll man sagen, humanistischen Minimalkonsens sich nicht beugende Leute in verantwortungsvolle Positionen kommen. Da bin ich, also den Impetus habe ich schon. Es ist jetzt nicht so, dass man sich... Also auch der alte Spruch, schlechte Zeiten in der Politik sind immer super fürs Kabarett, stimmt nicht, weil es hat Kabarett auch in besseren politischen Zeiten gegeben und die Kabarettszene in Nordkorea zum Beispiel ist, glaube ich, extrem überschaubar. Sehr überschaubar, wahrscheinlich. Aber ich meine, es ist schon sehr österreichisch, oder? Diese Form des Kabarets. Die gibt's, oder gibt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt so, ich meine, in Deutschland gibt's halt Comedy, das ist ganz was anderes. Ja, es gibt schon, in Deutschland hat sich dann irgendwann einmal gespalten, also das geht bis hin zu den Auftrittsorten, die du bespielst, das ist dann Comedy oder Kabarett. Kabarett. Oder alles, was irgendwie so tendenziell ein satirisches Anliegen hat, ist Kabarett. Also natürlich sind auch da die Grenzen unscharf, aber bei uns heißt es immer noch alles Kabarett. Also, und ich finde das ganz fruchtbar, also dass solange man zu allem, was auch komisch ist, Kabarett sagen kann, finde ich das einen angenehm lockeren Arbeitsrahmen, der auch ein bisschen formales Ausprobieren besser zulässt, als wenn ich deutscher Comedian bin, dann wird von mir erwartet, dass ich halt eigentlich nach Vorbild der Amerikaner mit einem Mikrofon auf und dort tobe und One-Liner von mir gebe. Das kann man eh was auch ja einmal machen. Im Kontext des Österreichischen nicht immer ganz gut gelingt, wie man sehen kann und wie ich auch in deinem Podcast gehört hast, am Herrn Böhmermann, der dann auch am österreichischen Dialekt scheitert. Diese letzte Folge habe ich aus mehreren Gründen nicht mit ganz großer Begeisterung gesehen. Ich auch nicht, ja. Aber es ist, ein bisschen ist der Unterschied vielleicht tatsächlich immer noch, auch wenn das damals wahrscheinlich schon stark überzogen war. Ich glaube, der Farkas hat das in den 50ern gesagt, dass der Unterschied des deutschen und des österreichischen Kabaretters in Deutschland geht ein blitzgescheiter Mensch auf die Bühne und sagt, der Bundeskanzler ist ein Trottel. Und in Österreich betritt ein Trottel die Bühne und sagt, der Bundeskanzler ist ein Genie. Aber alle lachen. Ja, genau. Und ein bisschen was davon ist, glaube ich, schon immer noch auffindbar. Ja. Naja, also gut. Ich glaube schon, dass du da, oder ich hätte schon den Eindruck, dass du selber einen hohen intellektuellen Anspruch hast und den auch erfüllst. Also, der Trottel kann ja ohne weiteres auch ein gespielter Trottel sein. Ja? Aber sozusagen dieses ganz Erklärbärige hat sich bei uns nie durchgesetzt. Das finde ich ganz gut, weil... Das heißt, du willst dein Publikum auch nicht erziehen? Oder geht es schon um, oder erziehen, geht's um Bildung? Oder? Also ich tue mir schon schwer, meine Kinder zu erziehen. Die sind ja, also ich glaube, ich war auch ganz gut erziehungsresistentes Kind. Aber ich habe schon den Ehrgeiz, Dinge reinzubringen, was, mit denen man was anfangen kann, wenn man will. Ja, also es sind vielleicht ein paar Informationen drin oder ein paar Sichtweisen jeweils an so einem Abend. Oder auch Fakten, die vielleicht nicht allen geläufig waren und wer damit was anfangen kann, soll gerne. Aber ich bin keine Volkshochschule und ich finde auch, es sollte einen Unterschied geben zwischen einem Kabarettprogramm, weil es einfach eine Form von Theater ist, auch wenn es ein Solo-Stand-up ist und du meinetwegen tagespolitisch bist, aber irgendein Unterschied zum meinetwegen pointiert formulierten Leitartikel muss es trotzdem geben.
Ist es ein, also der George Orwell hat, glaube ich, diesen Spruch, ich weiß nicht genau, ob das wörtlich so ist, aber jeder Witz ist auch eine kleine Revolution. Ist das der Anspruch bei dir oder auch bei den Staatskünstlern oder auch vor allem den Mächtigen etwas entgegenzusetzen? Weil das wäre ja, warum ich das sage, ist, das heißt ja, was gemeinsam geht. Ja. Ich versuche die Gemeinsamkeiten zwischen Opposition und Kabarett ein bisschen rauszuarbeiten, weil natürlich uns wird das ja auch zum Vorwurf gemacht, wir reden alles schlecht, aber umgekehrt, es ist ja auch unsere Aufgabe in der Opposition, den Mächtigen auf die Finger zu schauen oder sie vielleicht auch in ihrer Lächerlichkeit ein bisschen bloßzulegen. Das ist sicher, gehört sicher dazu. Ja? Also ich finde zwar, da hat sich ein bisschen was verschoben, ich sage jetzt einmal seit, also zumindest in Österreich, seit Jörg Haider die Politikerverächtlichmachung als Mittel der Politik zu verwenden begonnen hat, was davor sozusagen nur von außen gekommen ist, hat sich da sicher in der Dynamik ein bisschen was verschoben. Und dann gibt's natürlich im Kabarett auch, vielleicht sogar dort, wo es explizit tagespolitisch ist, wie halt aller, es gibt die mir ganz plausible Theorie, dass in allem Humor oder Witz ein bisschen was Subversives drinsteckt, oder es gibt einen großartigen Satz von Leonard Cohen, der zwar jetzt nicht auf die Komik gemünzt war, aber there's a crack in everything, that's where the light gets in. Und diese Bruchstellen in der Oberfläche zu finden, die Widersprüche in etwas folgerichtig anmutenden, das Schirche im Schönen, das hat sowohl mit Humor oder eben mit Witz zu tun, weil Humor ist ja eher eine Seelenlage, als auch mit Oppositionspolitik, das ist richtig. Aber die, weil du gesagt hast, die sozusagen die Verächtlichmachung, oder ich weiß nicht, wie du es wörtlich hast gesagt hast, der Politiker ist früher von außen gekommen, kommt jetzt von innen. Das wird aber nicht humorvoll gemacht. Also wenn ich jetzt an die Fahndungslisten der FPÖ denke und daran, dass der Herr Wilimski uns erklärt, alles demokratisch super sauber, aber halt schon ein bisschen träumt vom Polizeistaat, wo man halt dann die verfolgen kann, die nicht so denken wie die FPÖ, da sehe ich, da muss ich sagen, keine Funken Ironie drin. Die sind ja dann gegen das Volk. Nein, es gibt Hohn, also, und es ist ja per Zufall, dass der Herr Kickl schon halt der Gagschreiber vom Herrn Haider war und dass dann halt so Sachen rauskommen wie Namensspiele mit Ariel oder halt, weiß nicht, dass der Wranitzki geplant worden ist oder was ihm damals halt so eingefallen ist bei den Aschermittwochreden. Das ist eben in dem Sinn überhaupt nicht komisch, in dem Sinn, in dem ich zuerst gesagt habe, dass du sozusagen die Widersprüche, die Haken auch in dir selbst, also eine Komik, die nicht auch aus der Fähigkeit kommt, an sich selbst zu zweifeln oder über sich selbst lachen zu können, ist dann eben maximal eine Verhöhnung. Und das kann, höhnen kann der Kickl ganz gut. Aber ich glaube, also die Souveränität über sich selbst auch nur zu schmunzeln, traue ich dem nicht zu. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich leide auch nicht darunter, dass ich ihn persönlich nicht kenne. Aber das kommt aus einer Freund-Feind-Abgrenzung, aus einer Verächtlichmachung und damit am sich selber aufblustern. Also da sehe ich die Verwandtschaft nur oberflächlich. Gut, aber das ist ja das, was sozusagen die Polarisierung heute auszeichnet, auch das Stärkerwerden der Extreme, dass es ja wirklich nur noch ein Feinddenken geht. Das ist ja übrigens auch einer der Gründe, warum ich das hier gestartet habe, weil ich eben glaube, dass es eine Sackgasse ist. Du hast ja wirklich das Gefühl, der politische Mitbewerber ist nicht einmal mehr nur Gegner. Und das nehmen wir halt ein bisschen sportlich auch in dem Sinn von einem Wettbewerb. Sondern das ist ein Feind und der gehört vernichtet. Und das sehe ich halt ein Stück weit bei der FPÖ sehr stark natürlich, weil die ist wirklich, also kann überhaupt nichts mehr Gutes an irgendjemanden finden. Mir ist die Woche aufgefallen, als bekannt geworden ist, dass die Pamela Rendi-Wagner jetzt verdienterweise, wie ich glaube, der Direktorin da dieses European Center for Disease Control wird. Man könnte ja auch als angeblich patriotische Partei stolz sein, dass eine Österreicherin einen Top-Job in Europa kriegt. Also wenn ich mir die ODS der FPÖ durchgelesen habe, ist das nur Gift und Galle gespeit worden von der Impflobby bis hin zu
Postenschieberei. Also da ist es einfach, wie wenn man eine Mauer um ein Herz gebaut hätte. Ich gesagt hätte, null Empathie, null Mitfühlen. Es geht wirklich nur noch, jeder andere ist ein Trottel und ein Feind. Ja, das ist aber leider gar nicht keine FPÖ-Spezialität, sondern das ist halt ein globales Phänomen. Es ist in der globalen Rechten, dem autoritär strukturierten und autoritär strukturierte Staaten haben wollenden, ist tatsächlich Social Media noch in den Schoß gefallen. Das hat halt Auswirkungen gehabt, die vorher nicht absehbar waren. Man hätte es wahrscheinlich sowieso auch nicht verhindern können. Aber die Algorithmen belohnen Aggression. Also wir wissen es alle, das ist kognitionspsychologisch belegt, das ist neurologisch belegt. Wir reagieren vernünftigerweise auf bedrohliche Dinge stärker. Ja, und alles, was starke Emotionen auslöst, stärker, und negative Dinge werden sehr viel stärker wahrgenommen als positive Dinge. Also die Kronenzeitung hat immer beides gefahren. Du hast auf der einen Seite die Ausländer, die überschwappen gehabt, und auf der anderen Seite ein barbusiges Mädchen mit einem herzigen Kätzchen. Und so ähnlich funktioniert ja jetzt Social Media auch. Aber es gibt diese gibt's Debatte. Gibt's die eigentlich noch? Die Barbusige gibt's gar nicht mehr in der Gruppe. Ich glaube, die ist schweigend ausgemustert worden. Stimmt, ja. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ja, vielleicht. Ich glaube, das war ein besonderes persönliches Anliegen des Zeitungsgründers und ist dann vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vielleicht ist es auch nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber ich glaube, es funktioniert immer noch. Ja. Und das ist auch ein großes Missverständnis, wenn dann jetzt sozusagen Meinungsfreiheit und so von so Figuren wie dem Musk ins Rennen geführt wird. Das ist jetzt nicht mehr die Debatte, da unterhalten sich nicht mehr Menschen, da unterhalten sich zum Teil Bots, ja. Natürlich, ganz massiv. Und es sogar wenn es echte Menschen kriegst du das reingespielt, was dich am wahrscheinlichsten aufregt. Mhm. Ja? Und dass das die zur Folge hatte, dass das, wenn du durch Twitter, ich sage immer noch Twitter, weil ich es heißen kann, dich durchscrollst, hast du das Gefühl, wirklich einem Aufstand im Irrenhaus beizuwohnen. Und es gibt immer noch Leute, die dort vernünftig irgendwelche Debatten zu führen versuchen. Aber alles, was eben auf maximale Polarisierung geht, auf maximales Freund-Feind-Denken, wird strukturell begünstigt. Dazu kommt durch die technischen Möglichkeiten dazu, dass gerade Parteien wie die FPÖ, aber wie gesagt auch die Republikaner und so weiter in den Vereinigten Staaten, die ja da das Modell eigentlich abgeben, es mittlerweile schaffen. Sarah Wagenknecht kann es auch. Ja. Also es gibt sie auch, es ist natürlich... Aber du kannst eben Gegenöffentlichkeiten mittlerweile erzeugen. Ja? Also Leute, die ihre Nachrichten aus Fox News beziehen in den Vereinigten Staaten, leben in einer völlig anderen Welt. Und bei uns hast du sozusagen beinahe schon Meinungspluralität, weil du kannst FPÖ-TV schauen, du kannst, wie heißt der oberösterreichische, Auf 1 schauen. Ja, gut, das sind ja, Auf 1 ist ja sogar also rechtsradikal. Ich meine, das ist aber die sprechen sich, wie man es davon hat, offenbar ganz gut mit FPÖ-Funktionären ab, was man gerade featured. Das heißt, du kannst eine Parallelwelt erschaffen. Das ist wie im Platonschen Höhlengleichnis. Ja? Wenn du lebst in einer Welt, in der alles furchtbar ist. Und offensichtlich, das hat ja auch der Trump gezeigt, ist dieses alles verheerend Schwarzmalen besonders mächtig, weil gerade Leute, die sich irgendwie ein bisschen ohnmächtig fühlen und in deren Leben nicht alles funktioniert, offenbar begeistert davon sind, wenn sie hören, dass es noch nie so schlimm war, dass das Ärgste ist, dass der Mongolensturm vor der Tür steht Gender-Toilette kommt. Die Gender-Toilette und ich meine, da könnte ich jetzt viel einhaken. Also erste ist einmal die Frage, weil das fasziniert mich, dass ja eben in diesem Kulturkampf, weil darum habe ich die Gender-Toilette gemacht, den du ja auch in deinem letzten, jetzt kommst du mit Kafka-Programm, aber das Solo-Programm, das ich auch gesehen habe, hast du ja dieses Kulturkampf-Thema so Leberkäse versus Wokeness auch drinnen. Es ist, dieser Kulturkampf hat viele sehr ernsthafte politische Fragen überlagert. Sie werden anstatt
Ja. Politische Lösungen diskutiert, auch anstatt veritabler ökonomischer Fragen. Ja. Mein Beispiel ist immer mit dem Gender-Sternchen oder gendersensible Sprache, Gebot wie Verbot. Ich will auch übrigens kein Gebot, halte das auch für die Einschränkung beispielsweise der Wissenschaftsfreiheit, dass dann eine Arbeit anders benotet ist, wenn es nicht gegendert ist. Aber ein Verbot ist ja völlig lächerlich und vor allem, es geht ja am Thema vorbei. Keine Frau verdient mehr. Der Gender Pay Gap wird nicht mehr geschlossen. Keine Frau hat mehr Chance oder ein geringeres Risiko, in Altersarmut abzusinken, nur weil ich jetzt ein Genderverbot mache. Also es ist ja eine Anstattpolitik. Ja, nein, es ist vor allem, glaube ich, bei uns, also in den Vereinigten Staaten scheint es teilweise zumindest im universitären Milieu wirklich aus dem Ruder gelaufen zu sein. Da haben wir das ja auch gesehen. Aber bei uns, also das zum großen Thema machen, das eigentlich nur die den Untergang des Abendlands damit beschwören wollen und sich als Retter davor. Ich habe nicht annähernd solche Wellen von Menschen, die sich fürs Gendern einsetzen, je erlebt, wie was sich ganze Zeitungsredaktionen monatelang darüber aufregen, Parteien und so weiter und so fort. Also es wird ja, sicher... Es ist, also Margrethe, ich habe in meinem Buch habe ich schon versucht, das ein bisschen schon zu zeichnen, dass du schon eine große Welle hast, du hast die amerikanischen Unis angesprochen, es gibt es aber auch in Europa, wo ich schon den Eindruck habe, das ist intolerant. Und da wird mit eigentlich in gewisser Weise autoritären Mitteln im Sinne der Toleranz gepredigt, auch von linker Seite. Man gerät nur immer ein bisschen in diese Gefahr, eine, wie der Habermas sagen würde, warte, wie sagt er, eine, also ich will keine Symmetrisierung der Bedrohung damit darstellen. Ich halte die ja. Bedrohung für unsere liberale Demokratie von Seiten der Rechtspopulisten und Rechtsradikalen und der neuen Rechten, die ja global, wie du ja richtig sagst, schon größer als vom Wokismus. Trotzdem ist er natürlich auch intolerant. Ja, ja, da geht mir einiges durchaus auf die Nerven auch. Aber wie gesagt, ich sehe es ähnlich. Also ich finde es erstaunlich, mit welcher Geduld man sich darüber erregen kann, dass, und oft einmal sind es ja, es wird jede Regionalmeldung aufgeblasen. Irgendwo in der deutschen Provinz wird ein Konzert angesagt, weil irgendwer gesagt hat, die haben Dreadlocks. Was, normalerweise würde es das gerade mal ins Kreisblatt schaffen dort, ja, weil es wurscht ja. ist. Ja. Und so manches, dann, und aber was in den sozialen Medien aufregt, dann ist es aber, ich weiß es nicht, dann kann ich mich darauf verlassen, dass ein Quadratmeter Leitartikel in der NZZ und in der Welt und in der FAZ sich nur dieser Gefahr widmet, während wir halt eben ganz konkret Leute haben wie den Orban oder eben die letzte polnische Regierung, die es auch darauf anlegen, die gesamte Konstruktion der Europäischen Union, so fehlerhaft die ist und so weit von wirklicher Funktionalität, die entfernt ist, aber eigentlich komplett kaputt zu machen, das heute für etwas gefährlicher. Es ist aber halt schwieriger zu erklären, weil ich kann jedem sagen, das sind ja auch Depper, das darf man das und das nicht mehr sagen. Ja? Aber zu sagen, es ist gefährlich, weil die schaffen sozusagen die Meinungsfreiheit, ob die bauen die Gerichte um, das ist alles wahnsinnig schwierig, ich muss die irgendwann einmal damit beschäftigt haben, damit das, naja, das wird schon, also ne, wenn, da brauchst du einmal 5 Minuten Vorlauf, um zu erklären, wie man ein Justizsystem umbaut, wenn man sich nicht damit vorher beschäftigt hat. Und deswegen ist das ja deppert, man darf jetzt dann immer mehr Eskimo sagen, das geht leichter. Ja, aber man könnte ja auch umdrehen und sagen, die sind ja deppert, jetzt machen sie ein Genderverbot, jetzt hätte man keine anderen Probleme. Funktioniert ja eigentlich auch. Ja, wird aber nicht gemacht. Oh ja, wird für mich schon, weil ich bin nämlich, also das ist nämlich ein spannender Punkt. Ich habe jetzt gelernt, also wir haben ja auch eine Sache, oder meine Frage ist, ich habe das Problem in der Opposition, dass wenn ich Dinge sage, wie die liberale Demokratie ist in Gefahr durch Autoritarismus und das, was wir da sehen, wird den Rechtsstaat unterminieren, letztlich auch die Freiheit unterminieren und so weiter, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht anschlussfähig. Oder maximal treffe ich die sich schon Sorgen machen. Ja. Also ich mache ein klassisches Preach to the Converted. Also ich sitze irgendwo, halte einen Vortrag und die dort sind, haben auch Sorge und schauen nach Ungarn, wie es dort mit der Medienfreiheit ausschaut, mit der Justiz ausgeschaut hat in Polen, haben Sorge, was die Polarisierung angeht. Und die anderen, die man aber erreichen möchte und aufrütteln möchte, erreicht man nicht. Ist das im Kabarett auch so? Also machst du auch ein Preach to the Converted? Oder
In gewisser Weise wird das wahrscheinlich unvermeidlich sein. Also die Leute kommen ja nicht ganz ohne irgendeine Idee davon, was ich mache, zu mir. Und das muss denen in irgendeiner Weise schon mal sympathisch gewesen sein. Es ist vielleicht am spannendsten sogar tatsächlich, wenn man so richtig am Land spielt, vor allem so in Orten, wo man sonst oder wo man noch gar nicht war. Da hast du dann oft ein Publikum, das dann eher kommt, weil das, was den Namen halt kennen oder was gibt es Neues oder sowas. Und dann hast du doch ja die 2 Stunden Zeit, um etwas zu machen, was sich die vielleicht nicht unter Kabarett von Haus aus vorgestellt hätten. Aber sie für das zu gewinnen, was du machst. Und wenn das gelingt, das sind eigentlich die Vorstellungen, die ich fast am liebsten mag, wo du eben merkst, du kommst jetzt nicht auf die Gmade Wiesen und kannst dort einfach eine Ehrenrunde laufen, sondern das... Was ist die Gmade Wiesen? Der Rahmenhof ist die Gmade Wiesen, ja? Und der Stadtsaal? Ja, oder so irgendwie. Da wissen die Leute, wer ich bin, ungefähr, also jetzt nicht genau, wenn es ein neues Programm ist, aber in etwa, was ich mache, was ich gemacht habe. Die wenigsten verirren sich zufällig rein. Das ist sicher anders, ja. Aber wo ist dann der beste, oder sagen wir so, machst du dir Gedanken drüber, wo der beste Hebel ist, wie du etwas dann darstellst? Weil eben genau diese Diskussion habe ich auch intern geführt, beziehungsweise letzten Sommer, wie diese Normaldebatte war. Also ja. Dieses, wer ist jetzt normal? Sehr haarsträubend. Kann man natürlich hergehen und sagen, also gut, das hatten wir schon mal, dass eine staatliche Autorität, eine Regierung sagt, was ist normal und dann Klammer auf, was ist halt abnormal. Ja. Also das ist jetzt quasi schon die Vorhölle zum Faschismus. Kann man machen, kann man auch durchargumentieren. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich die Leute überzeugt. Also bin dann dazu übergegangen, das zu sagen, ich halte die Diskussion für völlig daneben, weil wir echt andere Sorgen haben. Wir haben die höchste Inflation, wir haben schlittern in eine Rezession, es gibt keine Perspektive, es gibt keine Hoffnung. Reden wir vielleicht darüber, anstatt was sich der Herr Nehammer als normal vorstellt oder die Frau Mikl-Leitner. Ja, das Problem ist, man kommt der Diskussion natürlich nicht aus, weil natürlich jemand wie der Bundeskanzler oder auch die Landeshauptfrau des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, wenn die das ja jetzt nicht nur irgendwo einmal sagen, sondern das ist eine konzertierte Kampagne und das wird dann eingeknüppelt in die Kommunikation. Wenn man da nicht dagegen hält, ist auch nicht gut, weil sonst wird das irgendwann einmal normal, so trottelhaft über normal zu reden. Na gut, also, aber man kann ja auch, natürlich will man könnte nicht auch über die Frage stellen, was die Taktik ist, ist schon klar, aber so richtig erkennen tue ich es nicht und so richtig aufgehen tue ich es ja auch nicht. Ja, es ist, also ich mein, natürlich muss man muss natürlich auch nicht über jeden Stock springen, der einem von diesen Leuten hingehalten wird, aber sozusagen diesen irgendwie so eine Art, es fällt natürlich auch ins Kapitel reaktionärer Kulturkampf, ja, weil das hat ja auch damit zu tun, alle diese eher autoritären ausgerichteten Parteien, und die ÖVP hat sich da in den letzten Jahren definitiv in die Richtung auch entwickelt, die zielen ja in aller Regel nicht auf irgendeine Zukunft, auf die man hinarbeitet, sondern auf eine in der Regel komplett fiktive Vergangenheit, in der alles gut war. Also jetzt sind das gerade die 70er, was ein bisschen blöd ist, weil da war die ÖVP gar nicht so viel in der Regierung. Aber irgendwie, wo angeblich alle mit Fleiß und Arbeit irgendwie ein Haus und 2 Autos und 3-mal im Jahr auf Urlaub fliegen haben können, ganz so war es nicht. Und vieles, was damals normal war, möchte man vielleicht auch nicht wieder zurückhaben. Aber das ist ein bedient das die Sehnsucht der Leute, dass man sagt, man will an was festhalten, weil es ist alles so volatil, so unsicher, so ja, komplett wucker. Ne? Also wir sind sicher auf ganz vielen Ebenen in einer totalen Umbruchzeit. Und ich glaube, das ist, der Friedel hat das gesagt, dass das halt so ist, denn, dass es auch für seine Zeit ja natürlich gegolten hat, wenn das Alte noch nicht tot ist und das Neue noch nicht auf der Welt. Wir stehen gerade wirklich zwischen zwei, ich glaube tatsächlich Zeitaltern, weil das, was wir bisher miterlebt haben, was
die Computerisierung, Digitalisierung in unserem Alltag macht und im Weiteren Robotisierung und ähnliche Dinge, ist ein ganz schwacher Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Kommunikationsmethoden verändern sich komplett. Unsere Vorstellung von Realität ändert sich mit 3D, Virtual Reality, künstliche Intelligenz, Ding. Wir werden in so vielen Dingen die Welt nicht einmal annähernd wieder erkennen, dass das locker mithalten kann mit meiner Oma, die mit Pferdefuhrwerken aufgewachsen ist und mit den um die Anfänge des Internets gestorben. Nur geht's halt viel schneller. Das ist das, was ich versuche zu warnen, dass man schon jetzt, dass es sehr entscheidend ist, wer jetzt diesen Stift in die Hand kriegt, um die Geschichte der Menschheit weiterzuschreiben. Weil, also ich glaube, in einem Buch habe ich das gelesen, wenn du die Geschichte der Menschheit in einem Buch nimmst von 5000 Seiten, sind die ersten tausenden Seiten recht fad, muss man sagen. Also da bist du noch bei den Jägern und Sammlern und so weiter. Und irgendwann einmal kommt halt, weiß ich nicht, auf welcher Seite die agrarische und dann die industrielle Revolution. Und dann wird es unfassbar dicht beschrieben. Ja. Also du konntest wahrscheinlich 1500 jemanden einfrieren und 1700 aufwecken, er wird sich irgendwo auskennen. Aber es wird schon schwierig, wenn sie jemanden 19... haben, wie die Leute angezogen sind, aber auch nicht überrascht davon sein, nicht überrascht, dass die Leute anders angezogen sind. Ja? Das ist aber doch etwas anders, wenn du jemanden 1970 eingefroren hast und 2020 aufwächst. Da ist schon etwas weitergegangen. Außer in der Schule. Ich glaube, da kennen sie noch einmal aus. Ich schon im Klassenzimmer. Grosso modo. Alle 50 Minuten klingelt deine Ding. Also das funktioniert doch. Ja. Da kennt man sie aus. Also deshalb ist es wichtig, dass man den Stift den richtigen in die Hand gibt, die dann, weil sonst wird's halt kann es halt auch sehr dystopisch enden. Gerade auch mit sozialen Medien, künstlicher Intelligenz, weil das, was du vorher beschrieben hast mit den Bots, wir wissen das ja auch, dass es ja auch teilweise aus Russland gesteuert ist. Das ist ja immer noch, sitzt dort einer, wie früher der Prigozhin. Dann hat er es halt nicht überlebt in seinen St. Petersburger Trollfabriken und fabriziert halt diese Bots, die halt gewisse Narrative in die Welt setzen, wo es halt wissen, dass stachelt die Leute in den europäischen Demokratien auf. Aber was ist, wenn das Ganze eine künstliche Intelligenz macht? Ja, und das wird nicht mehr so weit sein und es gibt es sozusagen, es wird nicht so sein, dass gewisse Top-Technologien quasi automatisch für hochentwickelte Staatsführungen reserviert sind, wie es jetzt lang noch war mit Spionagesoftware und so weiter, dass das halt die Geheimdienste in der Regel von großen Nationen ganz gut im Griff gehabt haben, sondern da werden sich Dinge entwickeln, dass du das aus der Garage machen kannst. Und wie wir mit all dem umgehen, ist eine der großen Fragen. Aber gerade weil alles verwirrend und beängstigend ist, also was man, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, der falsche Weg ist, sich in irgendeine noch dazu fiktive Vergangenheit zu träumen und zu glauben, das Leben kann einfach, wenn man sagt, so wollen wir das, so ausschauen wie 1982, nur dass man halt das die Handys leibernd sind. Na, die waren schon leibernd. Mit 82 habe ich wirklich noch keins gehabt, muss ich sagen. Also ich nein, klar, 82 gab es dann noch gar nicht. Das ist, nein, aber ich glaube, sowas war das dann wahrscheinlich. Aber sozusagen, 97, 98, da waren schon noch... Den technologischen Fortschritt irgendwie mitnimmt. Also es ist eigentlich alles ist wie früher, nur das Einkaufen kommt mit dem Paketboten und das Handy ist super und die Stereoanlage ist leibender. Und das wird es nicht spüren. Wir bauen eine Festung halt wieder. Wie alles. Ja? Und ob wir das wollen oder nicht, aber sozusagen das einfach zu verleugnen, ist halt der falsche Weg. Oder beziehungsweise das gesamte Unbehagen, das dieser rasante Wandel auslöst, dann an eine erkennbare Veränderung zu hängen. Also das sind zum Beispiel immer wieder gern die Ausländer. Weil damals, wie es nur so schön war, hat man nicht so viel von denen gesehen. Also wird es wohl daran liegen, dass jetzt alles so verwirrend ist. Ja? Keine Frage, dass in diesen Fragen, speziell was Integration angeht und so weiter, in den letzten 50 Jahren sehr viel falsch gemacht worden ist. Aber wenn du es eben ganz schnell auf irgendwas runterbrechen willst, was die Leute erkennen können, dann sind Leute mit dicke Augenbrauen und schwarze Haare immer dankbar. Gut, ja, und gleichzeitig ist natürlich die, wie soll man sagen,
die Moralisierung der Debatte auch nicht hilfreich. Weil das hilft jetzt jemandem, der Sorge hat, dass er kein deutsches Wort mehr auf seiner Stiege hört, auch nicht. Das hilft nicht, ne? Wenn du da kommst mit moralischen Argumenten. Also auch hier brauchst du politische Lösungen, meines Erachtens, die halt schon eine andere Integrationspolitik auch bedeuten. Und vielleicht, jetzt kommen wir dahin, wo ich gesagt habe, vielleicht kommen wir dahin. Ich meine, es ist ja so, dass ich mir sehr viel Gedanken mache, sehr wohl über die Frage, was schützt eigentlich eine liberale Demokratie, bis hin zur Frage der Wehrhaftigkeit. Du hast das ja auch, glaube ich, in einem letzten Podcast angesprochen mit diesem Akif Pirincici, glaube ich, spricht bei dem Urteil. Ja. Also das ist natürlich eine große Frage, wie wehrhaft man sein muss gegen Hetze und so weiter. Aber vor allem auch, was braucht es, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten und damit das Bekenntnis zu dieser liberalen Demokratie und der offenen Gesellschaft. Und da gibt es ja dieses Böckenförde-Diktum, das heißt der liberale, ich habe es aufgeschrieben, damit ich es wörtlich sagen kann, ja, ich glaube, ich habe es mitgebracht, aber der liberale, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und dann wird schon die Frage gestellt, braucht es sowas wie ein Band, dass eine Gesellschaft zusammenhält? Ja, das braucht sicher. Und ich glaube, auch einer der Gründe, neben den ganzen technologischen Dingen, für dieses Schwinden eines Vertrauens oder einer Zusammengehörigkeit ist schon auch, und da sind wir wahrscheinlich nicht einer Meinung, dass in den letzten Jahrzehnten die Politik teilweise freiwillig und freudig und bewusst die Entscheidungskompetenzen an multinationale Konzerne abgetreten hat, an die Kapitalmärkte abgetreten hat und dass wir halt eine Explosion des global des extremen Reichtums damit finanziert haben, dass wir zwar unglaublich viel effizienter produzieren als vor 30 Jahren, der Lebensstandard derer, die aber sozusagen in Beschäftigung sind, sie eigentlich nicht gesteigert hat oder wie in Deutschland zum Beispiel, die ihre Exportweltmeisterschaft irgendwie finanzieren mussten, mit Reallohn zurück, Einbrüchen massiven erkauft war. Und dass der Geist auch nicht in die Flasche zurückzubringen ist. Wir haben noch Schätzungen, ich habe es leider vergessen, ich habe es mehrfach nachgeschlagen, aber einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag, vermutlich Steuerhinterziehung in der EU jährlich. Mit dem Geld könnte man ganz andere Dinge machen. Das sind Dinge, wo ich mich immer frage, warum steht das nicht ständig auf der politischen Agenda? Wir tun haarsträubende Dinge wie Flugbenzin mehrwertsteuerfrei zu halten und Schweröl mehrwertsteuerfrei zu halten. Also vieles von dem, was an der Globalisierung negative Auswirkungen hat, hat damit zu tun, dass das auch alles hochsubventioniert war, immer. Ja. Ja, aber dann ist es ja eigentlich der Staat. Ja, aber. Und die Politik, aber, die Fehler gemacht hat. Weil ich meine, die Frage der Steuerhinterziehung ist meines Erachtens, ich meine, natürlich muss man dem Steuerhinterzieher das zum Vorwurf machen, aber man muss vor allem den Behörden machen. Das ist die Diskussion, die ich auch zum Benko führe. Die Sauerei ist ja eigentlich nicht, dass ein Unternehmen versucht, sich das zu richten, schon auch, aber dass einfach es möglich ist, dass einer einen direkten Zugang zu einem Generalsekretär des Finanzministeriums hat. Und das muss ja nicht so sein. Also es ist eigentlich eine Frage einer selbstbewussten Politik. Ich glaube, da sind wir gar nicht so unterschiedlicher Meinung. Ich habe zum Beispiel, es wird dich jetzt überraschen, es kommt ein anderes Thema, aber die erweiterte Berichtspflicht, die jetzt Unternehmen kriegen, im Bereich auch der ökologischen und sozialen, aber vor allem ökologischen Maßnahmen, die sie setzen. Auch übrigens das Lieferkettengesetz. Ich bin da deshalb so kritisch, weil es meiner Meinung nach eine Auslagerung der Verantwortung für etwas ist, was eigentlich die Politik regeln sollte, auf Unternehmen ist. Mittels Bürokratie. Naja, wie anders wäre es möglich, wenn es die Politik machen? Du kannst ja Regularien sagen, du kannst ja Dinge auch regeln. Du kannst ja in vielen Bereichen auch. Oder beispielsweise soziale Medien. Die Europäische Union macht ja jetzt hier etwas. Hat ja mit diesem Digital Service Act nicht nur quasi gesagt, ihr müsst jetzt verantwortlich sein und ihr müsst uns da bürokratische, sondern hat ja jetzt ein Regularium geschaffen. Schauen wir mal, ob es ausreicht. Aber ich finde, das ist das, was Politik machen muss. Zu sagen, das wollen wir, da wollen wir hin und das wollen wir nicht. Mit Zielvorgaben, Verbrenner aus und so weiter. Ja. Also es ist also, meiner Meinung nach ein... Der Punkt sind diese Zielvorgaben. Also ich glaube ja auch, dass sozusagen die Geschichte gezeigt hat, dass
Marktsysteme, Plansysteme immer schlagen, weil sie einfach flexibler, kleinteiliger, variabler sind. Das, glaube ich, gibt es auch kaum noch jemanden, der das anders sehen würde. Du kannst natürlich gewisse Dinge in Extremsituationen, wenn du quasi, Kriegswirtschaft kann auch wahnsinnig effizient sein. Aber eine Zeit lang. Ja, ja, aber, sehen wir aber, in Russland, das ist sozusagen, bläst dir das Pip auch auf. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber dann muss trotzdem, und ich glaube, die Politik hat sich in voller Absicht der Möglichkeiten, das überhaupt nur durchzusetzen, entledigt. Du müsstest ganz klar, also die Marktwirtschaft, der Kapitalismus hat aus sich heraus als System natürlich kein Gewissen, ist ökologisch, sozial grundsätzlich blind, ist nicht die Aufgabe eines Wettbewerbssystems, sich sozusagen selbst zu schwächen, indem man sagt, na gut, bin ich anständig. Das heißt, das kann eigentlich, dieses Regularium kann nur von der Politik kommen und die Pflöcke gehören eingeschlagen und die waren schon mal tiefer im Boden als heute und einige wurden ausgegraben auch seither. Und das ist etwas, wo du nicht. Also global gesehen muss man sagen, es ist das einzige System, das zumindest Armut bekämpft hat und mehr Menschen Zugang zu Bildung, sauberem Wasser, Gesundheitssystemen geschaffen hat. Deshalb muss ich auch sagen, bin ich sehr kritisch bei allen Romantikern, die sagen, naja, wir bekämpfen jetzt den Klimawandel im Wege von kompletten Zurückfahren der Wirtschaft und völliger Deglobalisierung, weil das meiner Meinung nach eine bisschen westliche Überheblichkeit ist. Ja, wir machen uns Gedanken, wenn wir zur Bank gehen, dass wir husten. Aber was ist denn, wenn wir wirklich deglobalisieren, was ist dann mit den Schwellenländern? Was ist dann dort mit, also ich sehe das gerade aus der sozialen Brille sehr kritisch. Das heißt nicht, dass du nicht Regularien machst. Eben beispielsweise, Achtung, böses Wort, Handelsverträge, wo du das natürlich hineinschreiben musst. Wo man eben auch das hineinschreiben muss, ja. Also, ich bin nicht hundertprozentig, aber das wäre wieder, glaube ich, da wird es dann sehr akademisch. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass alle Fortschritte, die global gemacht wurden in den letzten 100, 150 Jahren, ausschließlich dem Kapitalismus zu verdanken sind, sondern dass die technologische Entwicklung auch irgendwann einmal Eigendynamik aufgenommen hat. Kann man dann wieder gegenfragen, was begünstigt technologische Entwicklung. Es ist ein wechselseitiges System, aber es gibt auch sowas, oder es gab sowas wie das Ideal einer nicht kommerziellen Wissenschaft. Das gab es bis in die jüngere Vergangenheit. Und auch die haben einiges dazu beigetragen, auf dem medizinischen Sektor mit nicht patentierten und ganz bewusst nicht patentierten Durchbruchsarzneien also und so weiter. Also die Grundlagenforschung, die sozusagen nicht jetzt zwingend sofort eine verwertbare, ja klar, die ist ganz wichtig. Die ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, immer neugierig zu bleiben. Ja. Also immer zu sagen, man muss aber sagen, eben als Menschheit, wurscht wie deppert wir im Einzelnen sind, wissen wir schon so unvergleichlich viel mehr als noch vor 100 Jahren. Wobei, da gab es ja, damals schon. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, wenn man in die sozialen Medien schaut. Es gab, in Schottland jemanden, der das schottische Patentamt geleitet hat und der das 1898 zugesperrt hat, weil er gesagt hat, jetzt ist alles erfunden. Jetzt ist alles erfunden. 1898. So in etwa, ja. Ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer. Der Kulturpessimist. Aber gut. Nein, aber es war alles da. Dann, also ja, aber Eisenbahn, wir haben ja auch gedacht, was 89, 90, der Francis Fukuyama, das ist das Ende der Geschichte. Ja, da habe ich damals schon gesagt, na, du bist der Trottel. Und was hast du gedacht? Hast du gesagt, na, da wird es ein Aufbäumen des Autoritarismus geben und das wird noch ein großer Kampf versus. Ja, das, was exakt gekommen ist, habe ich nicht vorausgesehen, aber dass sich jetzt alles in friedlich konkurrierender westlicher Marktwirtschaft und repräsentativer Demokratie auflöst, war eine so kindische Vorstellung. Eine überhebliche vielleicht auch. Vielleicht auch eine überhebliche. Das ist natürlich auch, das, was ich schon oft mitbekomme. Jetzt sind wir weg. Wenn man das angestrebt hätte, hätte man es nicht als selbstverständlich nehmen können. Vielleicht ist sogar deswegen so vieles schiefgegangen, weil man aus dieser Sicherheit, naja, entschuldige, schau uns auf, wer will nicht so sein wie wir? Und dann haben sich doch ganze Kontinente gemeldet und gesagt, wir. Ja, naja, Wandel durch Handel haben wir auch gedacht, dass das mit Russland eine gute Idee ist und dass es so funktioniert. Das ist auch in China nicht so hundertprozentig zum
Nein, wobei die Chinesen haben natürlich auch noch, man muss schon sagen, auch China lebt vor allem vom Konsum von uns. Natürlich. Also ich meine, wenn du, also ich habe ja auch den Fehler gemacht. Ich habe mir letztlich gedacht, wenn jeder in Europa einmal den Fehler macht wie ich, bei so einem chinesischen Händler zu Weihnachten so etwas zu bestellen, selbst wenn die Qualität so schlecht ist, dann sagst du, nie wieder mache ich das. Geht es ja auch aus, um eine Zeit lang in ein ganz gutes Wachstum zu kommen. Also ich gestehe, ich habe das gemacht, das war ein großer Fehler, mache ich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Nein, habe ich noch nicht gemacht, aber ich wäre zu faul, mal einen chinesischen Händler überhaupt zu suchen. Du bist ja ausgeliefert. Ja. Also ich weiß nicht, aber ich habe ja, du hast ja auch Kinder. Wenn die was wollen, wenn die sagen, sie sind jetzt Swifties, sie brauchen was von Taylor Swift, das ist ja. Und dann, okay, und das wird nicht mehr in Amerika produziert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das nicht lizenziert. Ich weiß es nicht. Aber bevor ich mich da jetzt selber ins Schlamassel rede, also wechsle ich das Thema, weil sonst. Die Magerkappeln kommen aus China. Die Magerkappeln, ja. Die habe ich nicht. Nein, die haben wir nicht bestellt zu Hause, die haben wir nicht bestellt. Wo gehen wir jetzt noch hin? Ich meine, vielleicht noch zwei Themen. Ich glaube schon, dass was uns verbindet, ist der Kampf eigentlich gegen Korruption und für saubere Politik. Glaubst du daran, dass es, oder siehst du, dass es besser wird? Siehst du, dass die Öffentlichkeit da jetzt vielleicht sensibler damit umgeht? Und ich meine, in dem Bereich seid ihr ja, das wollte ich nämlich auch noch unbedingt anbringen, eigentlich fast schon im Investigativjournalismusbereich. Ja, also ihr macht Florian ja den, ist, von der Florian Schäuber natürlich, ist sozusagen eine also versteht ihr euch als Teil eigentlich der sozusagen vierten Macht auch? Also die Möglichkeit, Dinge einer breiteren Öffentlichkeit zuzuführen, als es sonst passiert wird, das hat uns natürlich immer gereizt. Unser erster gemeinsamer Auftritt war ja damals im Audimax der Uni Wien als Gastprofessoren der juristischen Fakultät, die Grasser-Protokolle. Und das macht schon etwas, was, wenn da der Hörsaal übergeht und nochmal 1500 Leute draußen stehen, dann denkst du, ja, diesen Verteiler braucht es, genau diese Öffentlichkeit braucht es. Also natürlich erreiche ich, weiß nicht, mit einer großen Tageszeitung mehr Leute, aber dem sozusagen das zu einem, wie man sagt, zu einem Art Meme zu machen, dem eine wirkliche, einen Stellenwert in der Debatte zu geben, dazu kann man schon ein bisschen beitragen und mitnehmen. Ja, ihr habt ja auch was bewegt, wenn ich an die Erwin-Bröll-Stiftung denke. Die Erwin-Bröll-Stiftung hat es dann nicht mehr lang gegeben. Wir wollten Geld einzahlen, weil wir gesagt haben, es ist so eine gute Idee. Ich habe die Folge gesehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass man die im Regierungsviertel gar nicht findet und gar nicht einzahlt. Aber siehst du, dass da etwas anders wird in der öffentlichen Wahrnehmung, dass der Druck steigt? Weil ich meine, ganz offensichtlich tut sich nur was, wenn der Druck da ist. Ja, nein, es gibt die negative Auswirkung, wo man dann sagt, das sind eh alle gleich. Oder die hast speziell in der FPÖ-Variante, wie das selber schon öfter gehört, naja, natürlich sind die stecken sich selber, das sind dann wenigstens unsere, was sie naja, einstecken. Also das ist schon. Also da findest du sehr viel, aber wenn du sozusagen auf alles ist schlecht und Untergangsstimmung machst, dann züchtest du dir natürlich auch solche Verhaltensweisen heran oder solche Auffassungen. Die mich auch kränken, darf ich das einmal sagen? Es ist natürlich, das tut mir natürlich auch weh, wenn ich das dann höre, nach einer Arbeit im Untersuchungsausschuss, wo man feinsäuberlich rausarbeitet, wer sich wo bedient hat. Und dann wird da gesagt, wir sind eh alle gleich, ich würde sich genauso bedienen. Nein, heute in der Früh habe ich gelesen, dass der Kickl als Innenminister sich 24 Karat vergoldete Kulis bestellt hat. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, 1000 oder so, 4 Stück. Nein, würde ich nicht. Ich würde mal nicht einmal auf die Idee, ich würde mich nicht einmal für so wichtig erachten, dass ich sage, ich brauche jetzt vergoldete Kulis mit meinem Namen drauf auf Steuerkosten. Das ist aber fällt in die Kategorie Fantasieuniform und auf Pferden reiten wollen. Ein bisschen eine Größenwahn. Die Fantasieuniform hoffe ich, dass es irgendwann einmal ins Haus der Geschichte schafft. Aber stimmt, aber gleich neben das Kleid von der Conchita. Nein, aber ändert sich was oder nicht? Oder ich glaube, es ist beides. Es ist die Sensibilität
gestiegen. Es gibt, also es sind zwei Dynamiken. Einerseits geht es dem Investigativjournalismus natürlich gerade nicht gut, weil alle traditionellen Medien wahnsinnig mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen haben. Und wir haben ja offensichtlich keine Medienministerin, der das in irgendeiner Weise auffällt. Das ist ja das, was ich wirklich bemerkenswert finde. Naja, also ja, bei ihr kann sogar sein, dass ihr nicht einmal das auffällt. Ich glaube, maßgeblichen Menschen in ihrer Partei fällt das sehr wohl auf, weil es ist ihnen recht. Langfristig, glaube ich, ist das ein Drama für die Demokratie. Langfristig ist es eine Katastrophe. Ja? Und diese Idiotie gab es natürlich auch bei den Sozialdemokraten ganz lang, ja? Weil, also ich bin persönlich ich finde, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in einer Demokratie zur Grundversorgung gehört, wie Wasser und Strom. Und dass man den ORF aber schon längst mit einem Redaktionsstatut hätte ausstatten müssen, dass ihn, egal von welcher Regierung und welche Couleur die hat, und wurscht, ob das die Roten, die Schwarzen oder irgendwann einmal die Blauen oder meinetwegen eine absolute für die Neos, ist dann, dass dort eine Redaktion ist, die einfach arbeitet. Also wenn eine absolute für die Neos kommt, dann bestehe ich darauf, dass wir durch den Kakao gezogen werden. Bitte, mehr als das jetzt ist. Wann ich dann noch darf, schauen wir mal. Ja, genau. Ein kleiner Autoritaristin in mir. Nein, aber darf ich vielleicht noch was zum ORF sagen? Weil ich meine, das Thema ist schon auch, jetzt können wir eine eigene Sendung drüber machen, aber dass die Medienvielfalt bedroht ist. Jetzt haben natürlich auch die anderen Medien vieles falsch gemacht. Aber da jetzt einfach zuzuschauen, zu sagen, okay, der ORF ist gesichert an sich mit jetzt der neuen Finanzierung, gleichzeitig aber nicht entpolitisiert. Ich meine, da kann man sich ja als Urbanist nur alle 10 Finger abschlecken, wenn man dann an die Macht kommt. Man hat einen ausfinanzierten ORF, an dem man aber weiter quasi am parteipolitischen Gängelband führen kann und hat aber alle anderen Medien umbracht. Das ist schon schwierig. Ja, ich meine, das Gängelband funktioniert ja Gott sei Dank, soweit ich das beurteilen kann, speziell in der Information nicht gut. Hm. Weil ich glaube, das ist eine recht selbstbewusste Redaktion, dass da einzelne Karrieristen auf Parteitickets fahren, ist ein Schand, aber ist leider normal. Aber ich glaube, es geht halt wirklich darum, dass dann bis hinauf in die Schlüsselpositionen halt auch zum Teil Leute sitzen, die dort nichts verloren haben, sondern weil sie nicht aufgrund ihrer Qualifikation dort gelandet sind, sondern aufgrund von irgendwelchen Mauscheleien. Und das ist in einer Organisation der Größe des ORF wird es das immer geben. Es wird immer unfähige Karrieristen geben, die es bis ganz nach oben schaffen. Intriganten, Menschen, von denen man sich fragt, wie sie je auf diesen Posten gekommen sind. Das ist, glaube ich, bei IBM nicht anders. Also eine bestimmte Form von Dysfunktionalität ergibt sich einfach bei einem großen hierarchischen Unternehmen ganz von selber. Das kann, glaube ich, jeder, der irgendwie schon mal in einer großen Firma gearbeitet hat, könnte ORF-analoge Beispiele aus der Privatwirtschaft bringen. Aber so wie es jetzt ist, muss es nicht sein. Das ist nicht naturgegeben. Ja. Und ja, aber das haben halt alle versäumt. Das hätte man lang schon machen können und das wollte niemand, weil sie alle dieses bisschen, naja, dann kann ich primitiv sagt man, da kann ich meinen Schwager unterbringen im Fuhrpark. Ja, oder ich kann Einfluss nehmen mit Inseraten auf die Berichte, oder ich kann zumindest versuchen. Das ist das nächste große Sündenthema. Und beim ORF kann ich es vielleicht schon noch ein bisschen machen über die Frage, man hat den Eindruck, dass es eigentlich allen immer nur darum geht, allen, das ist natürlich auch unfair, aber möglichst die Kontrolle zu haben darüber, was dann in der öffentlichen Meinung gebracht wird. Und das ist natürlich fatal. Ja, und man, es gelingt ja auch nicht wirklich. Und dann kommt dazu, ich fürchte, ich bin an und für sich jetzt auch nicht ein Fan dessen, dass man alles subventioniert, was sie nicht rechnet. Aber ich glaube, speziell was Medien angeht, muss man momentan umdenken. Wir sind in einer totalen Transformationsphase. Ich glaube, es ist, wenn man eine Demokratie braucht Öffentlichkeit, wenn man in irgendeiner Weise eine liberale Demokratie aufrechterhalten will, muss man dafür sorgen, dass eine gewisse Medienpluralität erhalten bleibt. Und das wird offenbar zumindest für eine Übergangsphase derzeit nicht kostenneutral möglich sein. Nein, und dann gehört aber natürlich diese grauenvolle Praxis, dass man mit Inseraten füttert, angestellt. Dann kann ich meinetwegen
alle Medien dazu verpflichten, gewisse Dinge, die die Politik für unumgänglich publizierenswert hält, die jeweilige Regierung, kann ja Inseratenzahl pro oder Zeit pro Medium festlegen, die im Gegenzug dafür, dass die Struktur erhalten wird, dann halt, wenn wirklich was brennt, zum Beispiel Pandemie oder sowas, und du hast einfach Informationskampagnen, dann sage ich, okay, wir erhalten euch, aber wir verpflichten euch im Gegenzug meinetwegen gewisse Dinge, wenn es wirklich spitz auf Knopf steht, zu publizieren. Das könnte man machen, so wie der ORF ein gewisses Ausmaß an unentgeltlichen Schaltungen hat. Wurscht, das ist jetzt mal so dahergeredet. Aber die derzeitige Praxis, das mit Goodwill, und natürlich sind diese ganzen Werbewerke dann auch noch großartige Gelegenheiten, mit Kickback-Zahlungen und unscharfen Rechnungen zu agieren. Ich meine, die Werbeagentur vom Herrn Kickl hat ja sogar in die Verträge reingeschrieben, die Kickback-Zahlungen. Ideenschmiede. Die Ideenschmiede, leider nie ausjudiziert worden, da war die Suppe zu dünn. Fragt sich, warum. Aber egal. Aber möglicherweise haben wir ja da dieses Thema noch die Möglichkeit, das in einem Untersuchungsausschuss irgendwann einmal anzuschauen. Ja. Oder vielleicht auch diese Gruppe im Justizministerium, die sich anschaut, welche. Also ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, weil ich finde auch, dass das eigentlich auch viel zu wenig Beachtung gefunden hat damals. Ja. Dass das erschlagen wurde, diese. So mutmaßen wir so mutmaßen an dieser Stelle. Wie an dieser Stelle. Die Suppe war jedenfalls zu dünn. Ja, mein Vorschlag ist ja, die Parteienförderung, und zwar im weitesten Sinne Parteien, Vorfeldorganisationen, Landesparteien, Clubs, das sind ja hunderte Millionen Euro pro Jahr, aber witzig zu halbieren und das Geld in eine gescheite Medienförderung zu geben, aber dafür also wirklich diese Inserate zu deckeln und vor allem auch diese Inseratenvergabe an parteieigene Medien zu geben, weil das ist dann sozusagen die Ober-Ober-Ober-Chuzpe. Nicht nur der Versuch, öffentliche Meinung zu kaufen, sondern mit dem Geld, das man zur Verfügung hat, um Inserate zu schalten, dann auch noch die eigenen Parteimedien durchzufüttern. Ja, aber warum soll sich der Landwirt, der den Bauernbündler zugeschickt kriegt, nicht für modernste Verteidigungstechnologie interessieren? Du meinst eine Volksbildung. Sind wir wieder bei der Volksbildung. Vielen Dank, Thomas Maurer, fürs Gespräch. Gern.